Beleuchtung kann nicht nur Waren in den Vordergrund rücken, sie kann auch die Stimmung von Menschen beeinflussen. Deshalb steht das Motto der Octalight GmbH in diesem Jahr unter einem sehr emotionalen Stern. Herr Bose, was ist Ihr Messemotto und was steckt dahinter? Das Messemotto 2017 für die Euroshop, für die Octalight, ist Be Our Highlight. Be Our Highlight richtet sich in zweierlei Hinsicht. Einmal nach innen, Richtung unserer Mitarbeiter, und dann ganz gezielt zum Kunden. Den Kunden wollen wir in unser Haus holen. Wir wollen von seinen Augen die Wünsche ablesen, um dann ganz gezielt mit unserem Team ihm Lösungen anzubieten, die einen Mehrwert für ihn bieten. Herr Korflühr, welche Veränderungen stellen Sie denn seit der letzten Euroshop auf der Verkaufsfläche fest? Im Wesentlichen hat sich nichts verändert. Es geht weiterhin um die Emotionalisierung der Verkaufsfläche. Das heißt, wir wollen mit Licht Ware inszenieren, wir wollen mit Licht Stimmung schaffen, wir wollen mit Licht Umsätze steigern. Hinzugekommen im Vergleich zu der letzten Euroshop sind digitale Themen wie zum Beispiel Heatmapping. Das heißt, wir wollen mit Licht Kundenströme tracken, Predictive Maintenance, vorausschauende Wartung. Wir wollen heute sehen, wann in der Zukunft eine Leuchte möglicherweise ausfällt und prophylaktisch dort schon reagieren können. Das nächste Thema ist Energiemonitoring, erkennen, welche Leuchte wie viel Energie verbraucht und die Leuchten energetisch so einzusetzen, dass sie sinnvoll sind. Beispielsweise in einem Supermarkt brauche ich morgens in der Zeit, wo die Ware eingeräumt wird, ich sag mal zwischen 6 und 8 Uhr, nicht 100% der Beleuchtung, sondern komme mit deutlich weniger aus. Zu Stoßzeiten kann ich dann die Beleuchtung hochfahren und abends wieder runterfahren, sodass über diesen Weg auch nochmal zusätzliche Energieeinsparungen möglich sind. Herr Renkes, wie reagiert denn die Produktentwicklung auf die Veränderungen im Handel? Also ganz wichtig ist die Geschwindigkeit in der Produktentwicklung. Diese Geschwindigkeit können wir realisieren durch eine sehr enge Vernetzung zwischen Vertrieb, Lichtplanung und der Entwicklung. Das sind die Bausteine für eine gute Entwicklung. Diese ganzen Themen bauen auf eine hohe Lichtqualität, auf eine hohe Farbwiedergabe. Das sind diese Grundbausteine der Entwicklung. Es geht dann weiter über das Thema der Miniaturisierung. Da findet also gerade unsere neue Leuchtenserie Twinkles als gutes Beispiel den Platzhalter. Weiter hinaus folgt das Thema der Lichtsteuerung mit dann noch den weiteren Bausteinen der digitalen Themen wie Heatmap, wie Predicted Maintenance, Geo-Indoor-Navigation, um halt direkte Mehrwerte für den Kunden realisieren zu können. Das Thema Human-Centric Lighting ist auch bei uns ein wichtiges Thema. Und das wird halt ermöglicht durch die Konzeptionierung über Steueranlagen und Verknüpfung zum Thema Tunable White. So können wir den Verlauf des Tages auch im Innenraum der Retailfläche nachspielen.